Darkseid für Moody. Rein in die Masse. Hallo und Shishalavisha. Ich bin zurück im Bookerpark. Den jungen Mann neben mir kennt ihr schon. Das ist Paco. Und wenn ich bei Paco sitze, wisst ihr, was heute geschlagen hat. Meine Stunde der Wahrheit. Darkseid. Ich freue mich. Ich glaube, die Leute freuen sich auch. Herzrasen, ich habe nasse Hände, also ich bin wirklich mega aufgeregt. Das ist kein Bluff, also Mutti ist wirklich sehr nervös. Ich bin wirklich am Zittern. Paco hat hier wirklich ganz, ganz lieb. Ja, ein paar Süßigkeiten, ein paar Sprites, ein paar Cola-Flaschen für Mutti. Sprite, weil wir Cola. Brauchen ja Zucker im Fall an. Die müssen sich mal absprechen, wer redet. Wenn die ganze Zeit beide reden, ist das voll das Durcheinander. Das war jetzt für die Mutti. Raffaello, es ist alles, also der Mann ist wirklich top, er hat wirklich an alles gedacht. Wir wollen ja nicht, dass die Mutti umkippt hier wie eine Fliege. Es ist soweit. Ja. Paco hat ein Köpfchen gebaut. Genau, wir haben... Und jetzt alles zu verdanken habe ich ja auch genau. Der Shisha-WG. Danke Marvin, dass Grüße. Du in deinem Livestream alle auf Ehrlich. Meine Seite geschickt hast und alle losliked jetzt mal. Vielen Dank, Shisha-WG. Vielen Dank, ich Marvin. Ich glaube, dieses Dank ist natürlich auch ein bisschen natürlich vom ironisch. Herzen. Aber auch im größten Teil ist, glaube ich, auch Ironie mit dabei. Ja, also aber Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir haben jetzt der Mutti mal ein schönes Köpfchen gebaut. Wir wollen den Mutti natürlich jetzt nicht auf ein komplettes Vollkontakt-Setup hier quasi hier zappeln lassen. Deswegen zeige ich mal den Kopfbau. Also ganz klar, der Oblako in einem leichten Abstand-Setup für die Mutti. Wirklich ganz leicht, sehr schmackhaft. Wir wollten noch extra den Kopf ein bisschen in der Kamera mit dabei haben, ja, weil wir den Shisha-WG Kalaut hier live drauf hauen. Nicht, dass ihr denkt, wir würden euch hier bekacken, dass die Mutti hier kein Darkseid raucht. Welchen mache ich schon richtig. Genau, welchen Darkseid wir rauchen, sage ich euch jetzt auch. Wir rauchen den Calais Grapp in der Base-Variante. Ich wollte der Mutti jetzt noch keinen Core mehr oder weniger hineindrücken. Genau, Core und Base. Ich bin ja jetzt blutiger Anfänger. Ja, Mutti. Was machen wir jetzt? Was ist Core und was ist Base? Ja. Also du hast ja hier zwei Packungen. Ja, wenn man zwei, ist das nicht der Calais Grapp, den wir rauchen, ist zum Beispiel Admiral Akbar. Da, also hier steht jetzt Core drauf. Ich bin jetzt blutiger Anfänger und möchte jetzt in das Darkseid. Genau, ich zeige einmal. Also Leute, die dann zum Beispiel noch kein Darkseid geraucht haben, das ist zum Beispiel der Base einmal, ist der Admiral Akbar. Und dann gibt es halt noch einmal die Core-Variante, auch Admiral Akbar gerade. Wie gesagt, den rauchen wir gerade nicht. Prinzipiell gibt es eigentlich nicht großartig viel zu sagen. Bei den Base habt ihr einen recht humanen Nikotinanteil, der war dann doch auch schon noch das ein oder andere Mal. Human ist, ne, also auch der Base von Darkseid hat deutlich mehr Nikotin als normaler Virginia-Tabak. Aber der Base von Darkseid hat ein bisschen weniger Nikotin als der Core. Da merkt man schon einen Unterschied. Die Core-Variante, die ist auch für den einen oder anderen erfahreneren Raucher oder wenn man gerade von Base auf Core gestiegen ist, dann auch nochmal eine kleine Stufe, die man auf jeden Fall auch gut merkt. Ich bin ehrlich, ich habe es kaum gemerkt. Der eine oder andere Kollege von mir aber merkt das schon doch noch ganz gut, wenn man von Base auf Core geht. Aber ja, so an sich ist da jetzt nicht irgendwie der großartige Unterschied. Also ich finde, meine Meinung, manche Core-Flavor für meinen Geschmack finde ich ein bisschen geiler als die Base. Zum Beispiel den Dark Spirit von Darkseid, den finde ich zum Beispiel als Core besser als den Base. Aber kann auch Kopfsache irgendwie sein, also weiß ich nicht. Anfangen würde ich als Anfänger mit der Base. Würde ich auch. Also wenn das ist die leichtere Variation. Ja genau, würde ich mich erst damit quasi rantasten. Da kann man auch wieder sagen, der eine baut so oder andere baut so den Kopf zum Beispiel. Was irgendwie keiner sagt, wenn ihr mit Dark Blend anfangen wollt, aber ihr habt Angst, dass es zu viel Nikotin ist, dann mischt den mit Virginia. Fangt an mit 90% Virginia. Wenn ihr Virginia rauchen könnt, ohne dass euch Nikotin kickt, dann macht 10% Darkseid mit rein, guckt, ob das geht. Beim nächsten Mal nehmt ihr 20%, 30, 40, 50 und dann werdet ihr schon merken, wann euch der Kopf eventuell zu stark ist oder ihr werdet merken, so ein purer Kopf, Darkseid Base geht easy klar. Und wenn ihr Dark Blend anfangen wollt, würde ich euch raten, nehmt Darkseid Base, der ist schwächer als Must-Have oder als Darkseid Core. Wir bauen im Store den Darkseid, zum Beispiel das ist jetzt zum Beispiel der Darkseid Needles mit den Lemon Mint von Agile, das möchten wir ausprobieren. Den mischen wir in einem 70-30 Verhältnis und rühren den komplett miteinander um und trennen das nicht voneinander. Also, kann man machen, ganz ehrlich, beim Trennen oder Vermischen so minimale Unterschiede. Ich glaube, wenn du jemandem zwei Köpfe machen würdest, einmal gemischt und einmal nebeneinander, das würde keiner merken.
Also das ist nicht dann wirklich 50% hier oder 30% hier, sondern wirklich komplett einmal Cooking Mama. Also so sind unsere Erfahrungen hier im Store. Also so haben wir die besten Ergebnisse mit dem, weil allein durch die Hitzeverteilung, finde ich, performt das Ganze viel besser. Der performt gerade ultra smooth. Vielleicht natürlich auch, weil man es gewohnt ist, aber der läuft echt sehr, sehr gut. Anja ist echt so nervös, als müsste sie gleich irgendwie Base jumpen oder sowas. Ja, der braucht vielleicht noch ein paar Minütchen, aber du kannst trotzdem natürlich ziehen. Aber dann ist er auch nicht so stark, oder jetzt? Probier. Na. So stark. So stark ist dein Lünknäher. Ich glaube, Paco hatte auf jeden Fall mehr Spaß bei dem Video als Tanja. Und zum Glück, du hast ja im Video gesagt, du machst 4 Kohlen, Vollkontakt. Und zum Glück hat er jetzt wirklich zurückgerudert und hat gesagt, okay, komm. Ja, komm, sind ein bisschen. Dann machen wir die 3. Man kennt ihn, der. Also ich bin ehrlich, ich hätte schon lieber 4 Kohlen Vollkontakt gesehen. Also 4 Kohlen hätten es nicht unbedingt sein müssen, weil dann verbrennt er dir wahrscheinlich früher oder später. Aber Vollkontakt, Core, hätte ich schon gern gesehen. Bin ich ehrlich. Komm. Trommelwirbel einbauen wäre auf jeden Fall. Ich habe mir schon mal im Mund gehabt. Komm. Okay, bis jetzt schmeckt es ganz gut. Gott, ich habe Herzklopfen, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Nein. Ein paar Züge, nimm mal ein paar Züge. Ganz ehrlich, ich glaube, der Kopf muss gar nicht ballern. Tanja macht sich jetzt schon so einen Stress. Darkside finde ich persönlich sehr, sehr nice. Kann man sehr gut rauchen, vor allem wenn man da so ein bisschen dem... Der drückt so einen Hals, das ist so, ist ein, so ein Kloß, so ein bisschen klosig im Hals. Aber der ist sogar noch recht human. Okay. Also bei anderen... Also drehen tut es mich bis jetzt noch nicht, aber ich habe auch noch nicht richtig gezogen. Ich bin doch ganz so... Moni kam sehr stolz in den Laden und hat erzählt, dass sie sehr, sehr gut gegessen hat heute. Ich habe alles an Kalorien reingehauen heute, bevor ich hierher gekommen bin. Habe mir super viele süße Säfte noch reingehauen. Ich bin satt, das reicht mir wahrscheinlich bis 2 Tage, aber ich habe gedacht, ich muss mich powern. Also, ja. Und dann kommt der direkte Vergleich. Ich glaube, heute Morgen war ich um 11:30, halb 12 im Store. Da gab es direkt zum Frühstück erstmal den Needles auf Vollkontakt. Dann gab es noch ein Köpfchen, dann gab es noch ein Köpfchen und jetzt der nächste Tag. Also es ist auf jeden Fall was... Auf nüchternen Magen aber. Ich könnte jetzt sagen Orange, aber du hast gesagt Grapefruit. Yes, genau. Okay. Ja, ich glaube, Mutti mag ja auch den Bloody Punch ganz gerne. Könnte man aufhören zu zittern? Na, alles gut. Also der Kalle Grab ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Flavor von Darkside. Ich muss sagen, das ist eine sehr, 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 sehr authentische Grapefruit. Man hat wirklich dieses leicht bittere Herbe auf der Zunge, was man auch von der Grapefruit kennt, wenn man da mal reingebissen hat. Was dann halt, natürlich habt ihr am Anfang diesen Fruchtsaft im Mund auf, nicht so angelehnt, aber boah, hier ist, so warm, ist schon sehr lecker. Aber machen. Was ihr dann im Mund danach habt, den Geschmack, der im Mund wirklich richtig kleben bleibt, in Anführungsstrichen, dieses bittere Herbe, das habt ihr hier bei dem Kalle Grab zu 100%. Vielleicht zieh ich nochmal. Gerne, kein Problem. Also bis jetzt muss ich sagen, mich dreht's nicht. Ich schwitze natürlich, weil ich ultra aufgeregt bin. Eigentlich habe ich noch gedacht, ich mache hier meine Blutdruckmanschette hin, dass ihr wirklich seht, wie mein Herz und mein Puls hier rast, aber... Einfach so live mit der Apple Watch den Puls mitgemessen beim Darkside-Rauchen, das ist ja auch funny. Hält sich jetzt wirklich in Grenzen. Also ich bin jetzt doch... Es geht jetzt. Natürlich, wenn er jetzt noch mehr an ist, würde er ja noch ein bisschen stärker, denke ich mal, und ein bisschen wärmer. Minimal. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal ziehen, aber jetzt so... Die Grundangst ist jetzt schon mal weg. Also ich muss aber auch sagen, der ist echt human gebaut. Ich bin immer nervös. Ich habe immer eine Grundnervosität, aber das war heute schon. Ich bin hierher gefahren, habe mir laut Musik gemacht und alles wird gut, alles wird gut. Ich werde es überleben. Es tausende Millionen Menschen rauchen Darkside. Ich werde es schon schaffen. Und ich habe auch gesagt, wenn ich das Gefühl habe, mir geht schlecht, breche ich ab. Ich muss hier nicht umfallen, nur dass ich hier Klicks bekomme. Also nein. Never ever brauche ich nicht. Ich bin wirklich ehrlich und das wisst ihr. Und bis jetzt funktioniert es. Also meine 3 Züge, wo ich genommen habe, 4. Ja, nehmen wir noch mal gerne noch ein paar. Gehen, oder? Waren okay. Also Darkside, preis-leistungstechnisch, dass wir dazu auch mal kommen, sind halt 20,99 € für 200 Gramm. Den kriegt ihr halt in so einer Papp. OVP, da habt ihr drin, wir machen mal den Admiral Akbar auf, Mutti, wir haben den Kalle Grab jetzt noch als Dings da, als Core, den möchte ich dir jetzt nicht mit nach Hause nehmen, aber wir machen das mal ganz spontan und ganz, Mutti, wir geben dir den Admiral Akbar mit nach Hause. Oh, die Mutti sogar noch ein Darkside für daheim. Da kommt dann so ein Factory Bag, da sind 200 Gramm drin, der sieht jetzt sehr feucht aus, das liegt aber auch daran, weil er wirklich hier gut reingepresst ist. Das ist zum Beispiel ein bisschen unvorteilhaft, wenn ihr den da drin lagern würdet auf Dauer, außer ihr raucht jetzt
bin innerhalb von einer Woche weg, dann passt das Ganze auch. Ich würde aber immer sagen, dass ihr den so einen kleinen Gläschen packt von eurer Mutter, eurer Oma. Marmeladenglas. Genau, Marmeladenglas einfach mitnehmen. Und dann, wenn ihr, sagen wir mal, ein, zwei mehr Sorten habt von einem Darkside und ihr wollt nicht mit einem Edding diese Dose versauen, habt ihr auch ganz cool, habt ihr hier diese Sticker dran. Die könnt ihr einfach ganz normal abziehen. Auch den hier, dann könnt ihr den einfach auf die Dose kleben. Ist auf jeden Fall sehr nice gelöst von Darkside, finde ich sehr, sehr cool. Macht auch jedes Mal Spaß, ist auch sehr satisfying, dieses Klebeding da abzuziehen. Der Tabak ist auf jeden Fall nicht zu feucht, der ist super geschnitten. Aktuell schön die Tüte auskratzen mit Teigschaber, ihr wisst Bescheid. Genau, ihr wisst Bescheid. Verschwenden. Der Mutti-Teig. Ich habe vorhin so Mutti gesagt, so, uns stört das mittlerweile gar nicht, wir schmeißen den Rest einfach weg. So feucht ist er auf jeden Fall nicht. Der ist schon feucht, der ist schon eine gute Feuchte, aber... Mutti mit dem Dragon am Start. Bauen. Meiner Meinung nach, auch wenn ich den im Alufolie-Setup brauche, für mich persönlich oder meine Erfahrung bis jetzt, der kocht mir nicht zu hoch, der läuft butterweich. Aber ich muss sagen, also ich habe mir wirklich ganz schlimme Szenarien hier ausgemalt, dass ich jetzt wirklich, mir dreht, mir wird schlecht, mir wird schwindelig, keine Ahnung. Aber es ist wirklich nicht der Fall. Also, das kommt noch. Der Blick von Tanja. Oh, priceless. Ich bin jetzt bis jetzt positiv überrascht von dieser Darkside-Geschichte. Ich sitze hier und habe es bewiesen. Ich habe Darkside geraucht, vielleicht auch bloß die sanfte, smooth. Egal, du hast dich getraut. Aber ich habe mich jetzt wirklich, das war wirklich viel Überwindung, muss ich sagen. Also, das ist gut. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe das erste Mal Darkside geraucht. Ja, sehr nice. Hat die Mutti geschafft. Sehr, sehr wild.